Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte mal wieder ein bisschen Legends of Runeterra Gameplay zeigen, und zwar heute mit einem Heimer Ezreal Deck. Ich bin ein großer Freund von Heimerdinger. Und der Deckbild hier ist kind of kopiert. Also die ursprüngliche Idee habe ich von Strife Crow, wer den noch kennt. Da hieß es im Stream aber auch, dass Mogwai schon mal ein ähnliches Deck gebaut. Ich meine, im Endeffekt, die Heimerdinger Shell ist eigentlich immer die gleiche. Ne, wenn man Heimerdinger spielt, dann ist immer irgendwie 3 Will, ist irgendeine Anzahl von Static Shocks, irgendeine Anzahl von Spirits Refugee, möglichst viele 3-Drop Shadow Assassin, Solitary Monk, Flash of Brilliance, Get Excited, bla bla. Und da ich halt auch noch Ezreal spiele, dann halt auch entsprechend die ganzen Target Spells, also sprich Static Shock, 3 Beam, bla, Gedöns. Und eben auch 3 Get Excited und so weiter. Ja, es baut sich mehr oder weniger von selber. Strife Crow hatte in seiner Version 2 Yone, also den hier. Ich habe die ersetzt durch Steel Tempest. Grund dafür ist A, Steel Tempest kostet 3 Mana, das heißt, man baut sich den 3-1 Tower von Dongar. Punkt 2, Yone kann keine Open Attacks abfangen. Also, wer das nicht weiß, Open Attack bedeutet, dass der Gegner in seinen Zug geht und als allererste Aktion angreift. Und das kann Yone halt nicht abfangen, weil der ist slow. Da ist es erforderlich, dass der Gegner erstmal was tut, damit man Prio kriegt. Und dann kann man mit Yone zwei Dudes vom Gegner stunnen. Und Steel Tempest ist halt quick. Und ich habe ein- oder zweimal zu häufig gegen Tryndamere Open Attack verloren. Und deswegen sind jetzt Steel Tempests drin. Zumal der. Dass Yone zwei Sachen zielen kann, ist so gut wie nie relevant, weil eigentlich hat der Gegner meistens eben nur einen großen Dude, der dich stört. Also entweder eine Anivia, die alle deine Türme abräumen würde, wenn sie angreift. Oder eben ein Tryndamere, der für unendlich durchprügelt. Einen Ledros oder so kann man eigentlich immer blocken. They Who Endure liegt normalerweise auch nur eine rum. Also die richtig Beefy-Stöcke, vor allem die richtig Beefy-Overwhelm-Stöcke, die man anderweitig nicht losbringt, liegt normalerweise nur einer da. Deswegen Steel Tempest, wenn man so will, als Will of Ionia Nummer 4 und 5. Und kostet eben nur 3 Mana. Gut. Dann würde ich sagen, wir schauen mal in ein paar Games. Man halte übrigens fest, wir sind gerade Master Rang 1337. So, das sieht nach Endure Spiders aus. Elise, also nur Elise mit Freljord sind normalerweise Endure Spiders. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall einen Beam haben, um die Elise Turn 3 zu killen. Wir wollen kein Get Excited haben. Wir wollen einen Mystic Shot haben, um irgendwelche Spinnen umzubringen. Oder um Mistwraiths umzubringen. Donga wird sowieso gehalten, wenn wir ihn ziehen. Passt, da kommt die Elise. Da nehmen sie den Beam. Uff. Wunderbar. Wir haben jetzt inzwischen auch einen Static Shot. Schock, um die ersten paar Spinnen abzufangen. Da kommt eine zweite Elise. Wir können hier ein Pickpocket spielen. Der kann die Elise blocken. Ja, klingt nach einem Plan. Wenn wir jetzt einen zweiten Beam hätten, wäre der natürlich auf die Elise geflogen. Haben wir nicht. Deswegen muss man sich jetzt so behelfen. Tote Elise ist immer eine gute Elise. Wenn die flippt, wird es potenziell gefährlich. Abgesehen davon stört die nicht wirklich. Allerdings, da der hier Token spielt, connecten wir sowieso nie mit einem
Pickpocket, von daher might as well. So, theoretisch wollen wir hier Mana sparen, praktisch haben wir aber nichts, womit wir mit dem Heimatturm 5 was anstellen wollen, von daher können wir auch genauso gut den Boy hier droppen. Jetzt kommt von ihm Brood Awakening, das ist okay, wir haben einen, wir hatten eh kein Deny, das haben wir erst mit dem Shadow Assassin nachgezogen. Wir haben den Static Shock, um zwei von den Spinnen direkt wieder abzuknallen. Von daher ist hier gerade alles Gucci. Was kommt jetzt? Noch ein Brood Awakening. How very interesting. Also, würde ich jetzt nur zwei weitere Spinnen kriegen, dann haben die alle drei. Dann können wir mit Static Shock einen davon umbringen. Wir haben 7 Mana, das heißt, wir haben kein Mana für Static Shock und Deny. Da wir sowieso Static Shocken wollen, können wir das hier nicht denyen. Also ist das okay. Aber sehr aggressiv. Donga können wir hier nicht droppen, das wäre ein bisschen zu heftig. Also dann würden wir viel zu viel Schaden nehmen. Deswegen müssen wir das jetzt hier leider so machen. Dann geht er hauen. Dann blocken wir. Jetzt ist die Frage, ob wir eine davon über den Haufen Mystic schotten. Antwort ist vermutlich nein, weil wir den Ezreal noch spielen wollen für die Open Attack. Au. Spielen wir hier den Ezreal. Den kann er normalerweise nicht clearen. Okay, er versucht's. Verhindern tun wir es. Die Frage, ob wir es mit Deny verhindern oder mit Spirits Refugee. Da wir doppelt Deny haben, denke ich, wir machen es mit Deny. Außerdem ist Spirits Refugee nicht schlecht, um uns später nochmal hochzuheilen. Ja, doch, stimmt. Endure Spider spielt ja so ein bisschen Late Game. Da war ja was. Können wir das hier noch abknallen? Er kann die Glimpse nehmen. Hat er nicht. Okay. So. Da ist der Mistrave. Dem stellen wir ein Pickpocket entgegen. Dann blocken wir das und das. Wir können hier nicht spielen, weil wir die Sparrows für Future offen halten wollen. Genau, wegen sowas. Oder denyen wir das? Ich glaube, wir denyen das sogar. So, jetzt haben wir hier 9 Mana. Gehen also wieder erst hauen. Genau das. Da er hier nicht reagiert hat. Ah. Das konnte natürlich auch sein. Ich hatte ehrlich gesagt auf eine. Wie heißt's? Auf einen Grasp oder so getippt, aber da das nicht kam.
So, dann basteln wir hier mal unsere Tower. Das da kriegt er gleich wieder zurück auf die Hand. For the record, wir sind hier unter einem Timer. Also. So. So würden wir auf 0 fallen. Wenn wir das machen, fallen wir nicht mehr auf 0. Wir können hier nicht mit, wir können hier nicht mit Will direkt reingehen, weil der Atrocity haben könnte. Und da er schon gerade kein Grasp und so ein Krempel hatte, hat er jetzt vermutlich Atrocity. Da können wir nicht einfach reinlaufen. Das ist nice. My most groundbreaking invention to date. Der Olle ist kurz vorm Flippen. Dann gehen wir hier mal mit versammelter Mannschaft hauen. Es kommt jetzt zweiter Withering Whale. Der zweite Ezreal hätte wohl nicht zuhauen dürfen. Das ist ärgerlich. Warte mal, nee, Quatsch, das hätte den Ezreal so oder so umgehauen. Wir müssen in den Progress der reinschauen. Wir könnten jetzt theoretisch Doppel-Mystic-Shot auf uns Deck legen. Das Problem ist, wenn wir das machen, verlieren wir wieder an der Atrocity. Ergo können wir das nicht machen. Also machen wir es nicht. Außerdem haben wir ja den zweiten Ezreal auf der Hand, also von daher haben wir hier gar keinen Stress. Jetzt haben wir einen Evolved Donger. Er hat eine zweite They Who Endure, das stört jetzt natürlich ein bisschen. Aber das lässt sich alles handeln. Schießen wir ihm den noch über den Haufen. Ach verdammt, wir hätten an der Stelle bouncen können, ich bin ein Idiot. Wir hätten da jetzt gerade bouncen müssen, als er 0 Mana hatte. Jetzt müssen wir bouncen und sterben an der Atrocity, verdammt. Das war der Spielfehler. Er hat keine. Das ist krass.
biological instrument indescribable. Ruination. Jetzt ein bisschen aggressiv, aber es hilft ja nichts. Fix. Hat er jetzt die Atrocity von oben gezogen? Ne, das ist ein Brutal Awakening. Das ist okay. So, Mystic Shot von oben oder tot? Das zählt. Wo ist er? Nicht perfekt gespielt, aber hat gereicht. Gut. Dann bis gleich zur nächsten Runde. Demacia Shadow als keine Champs. Gott, was ist denn das dann? Die Hand können wir so halten, aber was ist das dann? Auf jeden Fall irgendwas mit Ledros am Ende, das ist klar. Die Frage ist nur, was macht er bis dahin? Also das ist auf jeden Fall irgendein mehr Control-ish Deck, halt wie gesagt mit Ledros am Ende. Das sind die Undying. Der stört. Der ist ein echtes Problem. So. Der hat keine Antworten für den Krams, den wir tun. Also können wir auch genauso gut das hier noch developen. Genau. Fast as wind, light as air. Und jetzt einfach sehr, sehr viele 3 Damage Spells. Wir müssen ihn mit Elusives zu bomben. Und brauchen Denies für seinen Hard Removal, also für seine Counter und Gedöns. Na? Danke. Ah. Okay. Da wir nächste Runde wohl eh keinen Donga spielen,
können wir auch genauso gut hier noch Dinge abschießen. Mystic Shots und Get Excited versuchen wir uns mal aufzusparen, weil das könnte durchaus darauf hinauslaufen, dass wir ihn umburnen müssen. Das war eigentlich klar. Ich glaube, tanken wir den hier. Ja, den tanken wir. Play my part. Da können wir jetzt Donga spielen und uns vor der und mit uns mit Deny vor der Ruination schützen, sollte sie kommen. Dadurch, dass jetzt bei ihm was gestorben ist, kann er leider Black Spear haben. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Oh, das ist angenehm. Sind wir den Plexbier schon mal los. So, jetzt müssen wir hier mal das Blocken anfangen. Du blockst den. Du blockst den. Dann den. Vengeance. Drei Feast. Das müssen wir leider zulassen. Remember the Fallen und so, ja, ja. Wir müssen hier mal relativ aggressiv werden, sonst geht das hier alles kaputt. Er hat kein Black Spear, super Sache.
Gate. Er kann gerade keine Units stellen, was sehr convenient ist. Wir feuern mal hier nochmal auf sein Gesicht. Dann treffen wir nämlich ziemlich hardcore lethal. Jetzt, dass er nicht doppel Withering Wail hat. Einer wäre okay. Doppel wäre kacke. Das ist sogar okay, weil dann stirbt er immer noch am Mystic Shot. Ja, die hat man jetzt gesehen, das ist teilweise ein bisschen kompliziert mit Heimer-Decks oder mit Heimer-Ezreal-Decks, weil man halt wissen muss, ab wann man, ich sag mal, sagen muss, okay, fuck it, wenn das hat, dann hat das, weil die Sache war, wir mussten ihn diese Runde umbringen. Wenn wir ihn noch eine Runde hätten leben lassen, also mit dem nächsten Angriff wären wir tot gewesen, dann hätten wir nicht mehr abfangen können, zumindest nicht mehr sinnvoll. Und deswegen mussten wir zusehen, dass wir diese Runde umbringen. Wir hatten Deny-Backup, das heißt, so viel hätte nicht kommen können. Es gab natürlich diverse Kombinationen von Karten, die uns hätten umbringen können. Doppel-Withering Veil hätte uns umgestiefelt. Und so weiter, aber ja. Mein Gott, man kann nicht um alles rumspielen. Und in dem Fall hatte er es ja nicht. Jo, dann würde ich sagen, das war eine weitere Runde Legends of Runeterra. Wenn euch das Deck oder der Content an sich interessiert hat, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch sehen wollen würdet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.